Ach, wäre es schön, wenn du anders wärst. Guten Morgen! Ja, gerade in langjährigen Beziehungen, wo die ganzen Lügen und das sich Verstellen der Anfangszeit ein Ende haben, wird immer deutlicher, wo große Probleme oder sagen wir mal unterschiedliche Auffassungen existieren. Klassiker wären da, der Mann wünscht sich von der Frau mal etwas mehr Perversion im Bett und die Frau wünscht sich mal etwas mehr Aufmerksamkeit im Alltag. Aber natürlich auch andersrum oder ganz andere Themen. Was passiert dann in den meisten Fällen innerhalb einer Beziehung? Man spricht die Sache an. Und auch ich betone auch immer wieder, wie wichtig die Ehrlichkeit und Offenheit ist. Siehe dazu auch mein Video oben in den Infokarten. Aber wenn man ehrlich und offen ist, muss man auch mit den Konsequenzen leben. Das gehört dazu. Ich kann das, weil ich die Dinge gerade in Beziehungsfragen einfach so akzeptiere, wie sie sind. Und Offenheit und Ehrlichkeit meine Grundprinzipien sind. Was mir wichtiger ist als zum Beispiel eine Harmonie in einer Beziehung. Ich bin und werde auch nie festgelegt bzw. zwangsfokussiert auf einen Menschen sein. Ich werde Menschen immer sich frei entwickeln lassen, so wie ich mich frei entwickle. Ich verabscheue jegliche Form von erzwungener Bindung nach menschlichen Denkmustern. Denn wir sind sowieso alle miteinander verbunden. Da sich noch explizit hinzustellen und zu sagen, so, dich heirate ich jetzt und daher bin ich mit dir besonders verbunden und du darfst auch nur so mit mir verbunden sein, ist einer der lächerlichsten und arrogantesten Verhaltensweisen der Menschen überhaupt. Aber zurück zum Thema. Wenn ich also ehrlich und offen mit jemandem bin, akzeptiere ich auch die Konsequenzen. Aber andere Menschen priorisieren die Ehrlichkeit nicht so sehr wie ich und legen nicht so eine Grundakzeptanz der Dinge an den Tag, sondern sie wollen einfach nur das Problem gelöst bekommen. Also werden wir mal praktisch. Ich wünsche mir, dass meine Freundin im Bett auch mal die dominante Rolle übernimmt. So, jetzt habe ich die Videos von Raw Spirit gesehen, aber eben nur die Hälfte verstanden und nicht weil der Typ so sächselt, sondern weil mich die Ganzheitlichkeit seiner Aussagen und damit die Komplexität des Menschen nicht interessiert, sondern ich nur einfache Rezepte fürs Leben haben will und dann auch auf dem falschen Kanal gelandet bin, mal so, ne? Und wende nun die propagierte Ehrlichkeit und Offenheit an und sage meiner Freundin, hey, du wäre doch mal dominanter. Demütige mich ein wenig und trete mir doch auch bitte mal in den Sack. So, was gibt es jetzt für Möglichkeiten, wie die Frau reagiert? Und was bedeutet das für mein Ziel? Denn ich möchte ja, dass meine Freundin dominanter ist. Erstes Szenario. Die Freundin lehnt dankend ab und hält dich nun für ein perverses Schwein. Was dann zwar der Realität entspricht, aber nichts an der Tatsache ändert, dass man sich eine Freundin wünscht, die dominanter ist. So, zweites Szenario. Die Freundin nimmt die Informationen auf und weil sie einen liebt und man ja in jedem Beziehungsratgeber und das teilweise auch zurecht liest, dass man in einer Beziehung Kompromisse machen muss, erklärt sie sich dazu bereit, auch mal die Peitsche zu schwingen. So, was denkt man dann, wenn es dann soweit ist? Wenn die Freundin dann in ihrem Lackkorsett mit der Peitsche vor einem steht. Da denkt man ja dann unbewusst, das macht sie jetzt nur, weil ich es ihr gesagt habe. Und das wertet dann dieses Erlebnis definitiv ab, weil man eben unterstellt, dass die Freundin nicht plötzlich dominanter ist, sondern es nur vorgibt zu sein. Und dasselbe Prinzip funktioniert auch mit einer Frau, die den Mann darum bittet, doch mal wieder aufmerksamer zu sein und ihr Blumen mitzubringen. Wenn er es nicht macht, dann ist er eben unaufmerksam und sie bleibt unzufrieden. Und wenn er es macht, dann hat er es nur gemacht, weil sie es gesagt hat. Und ihm wird auch nicht der Aufmerksamkeitsorden verliehen. Das ist nun mal die Konsequenz, wenn man so einen Wunsch offen und ehrlich äußert. Und das sollte man wissen, dass dann eben dieses Problem, wenn man es äußert, für alle Ewigkeiten bestehen bleibt und niemals komplett weggehen kann. Und das gilt es dann eben auch zu akzeptieren. Aber wenn ihr eben nicht die Ehrlichkeit als oberste Maxime in eurem Beziehungsleben habt, weil auch eventuell der Partner da nicht dafür geeignet ist, dann solltet ihr nicht offen und ehrlich sein. Ihr solltet suggestiv arbeiten, um herauszufinden, ob der andere tatsächlich das Potenzial hat, seinen eigenen Vorstellungen zu entsprechen. Ganz wichtig, es geht nicht darum, den anderen zu manipulieren, ne? Denn dann passiert nichts anderes, als dass es dann wieder so weit ist, dass der Mann die Blume bringt oder die Frau die Peitsche und dass man sich aber dann nicht sicher sein kann, ob das dann auch echt ist oder ob man quasi ja selber die Blume in der Hand des Mannes gegeben hat oder die Peitsche in die Hand der Frau. Da solltet ihr in diesen Fällen nicht die Probleme benennen und die Lösung suchen, sondern dafür sorgen, dass der Partner euer Problem erkennt und selber nach einer Lösung sucht. Und eventuell geht er den Weg, den ihr euch wünscht.
oder er geht ihn nicht. Aber wenn er ihn geht, dann wisst ihr, dass er echt ist und ihr könnt seine Änderung vollumfänglich genießen und das Problem ist tatsächlich vollumfänglich gelöst. Dazu müsst ihr aber die Problematik so suggerieren, dass es mehr als einen Weg gibt, das Problem zu lösen. Also bei unserem Beispiel, dass man gerne unterworfen werden möchte, sagt man nicht, hey, hallo Frau, weißt du, ich fühle mich irgendwie so ungeschlagen und wurde auch noch nie gezwungen, einen Anus zu lecken. Denn dann gibt es nicht viele Optionen für die Frau, dieses Problem zu lösen, ohne dass ihr danach wieder das Gefühl habt, dass die Frau ihren eigenen Weg gegangen ist. Ne? Dasselbe wäre der Fall, wenn die Frau zu ihrem Mann sagt, ach, ich habe schon lange keine Blume mehr erhalten. Das ist bei beiden Beispielen so, dass es da jeweils nur eine Lösung gibt, dieses Problem zu lösen. Und das legt man ihm quasi oder ihr in die Hand. Und damit könnt ihr das Grundproblem nicht lösen, weil ihr dann eben das Gefühl habt, es gibt nur diesen einen Weg. Wenn ihr aber nun im ersten Beispiel sagt, hey Frau, ich find's halt total schön, dass wir so lange zusammen sind und uns daher auch wirklich fallen lassen können. Hast du eigentlich mal Lust, andere Sachen im Bett auszuprobieren? Und wenn ja, dann schlag doch mal was vor. Da gibt's dann viele Möglichkeiten. Und wenn dann die Frau sich zum Beispiel wortlos auf euer Gesicht setzt, euch die Hoden langzieht oder bei Amazon die Peitschen durchforstet, Amazon-Link gibt es natürlich selbstverständlich unten in der Infobox, dann habt ihr eine sehr gute Chance, dieses auch genießen zu können. Ne? Oder wenn die Frau im zweiten Beispiel dem Mann sagt, dass ihr es schön findet, Menschen in ihrem Umfeld zu sehen, die sich nicht vom Alltag gefangen nehmen lassen und hin und wieder mit kleinen Gesten ausbrechen und der Mann dann 2 Tage später mit einer Blume in der Hand auftaucht, dann wird die Frau sich auch darüber echt freuen können. Dass der Mann und sie dann wirklich auf einer Wellenlänge liegen, da der Mann auch ganz viele andere Optionen gehabt hätte, darauf zu reagieren, auf dieses Statement. Der Schlüssel liegt wirklich darin, dass ihr nicht plump dem Partner erklärt, was er zu sein hat und was er zu machen hat, sondern dass ihr ihm einfach eine breite Palette an Möglichkeiten gibt, auf eure Worte zu reagieren, wo die gewünschte nur eine davon ist. Denn letztlich geht es um nichts anderes, dass man ja wirklich will, dass der Partner anders ist. Und nicht, dass er sich verstellt. Und wenn man das Problem direkt anspricht, dann kann der Partner aufgrund unserer Denkstrukturen eigentlich nie wirklich zu 100% diesen Anspruch erfüllen, sich geändert zu haben, intrinsisch. Nur dann, wenn wir ihm die Möglichkeit geben, frei zu wählen, dann ist dies möglich. Ich denke, diese Zusammenhänge sollten wirklich einmal klar gemacht werden. Da es Menschen gibt, die nicht das Prinzip der Ehrlichkeit und der bedingungslosen Offenheit inklusive der daraus resultierenden Konsequenzen tief und innig lieben, sondern die gewisse Vorstellung haben, wie ihr Leben zu laufen hat. Und machen wir uns nichts vor, das sind wohl die meisten unter uns. Wenn ihr das Video mögt, wenn euch das eine neue Sichtweise eröffnet hat, dann freue ich mich wie immer über ein positives Feedback per Daumen oder per Kommentar und wenn ihr auch weiter täglich die Möglichkeit haben wollt, euer Leben zu verbessern, dann abonniert meinen Kanal. Alles Liebe und bis morgen, Euer Christian. Tschüss.